gehört. Drei sehr geschätzte und berühmte Musiker, die praktisch alle aus derselben Zeit kommen. Wir sind 1830 bis 1850 aus Deutschland, aus Frankreich. Was war bei uns 1830 bis 1850? War die Zeit des Biedermeiers hier in Wien. Das war Metternich, der Kanzler Metternich, eine sehr strenge Militärzeit, ein Polizeistaat. Die Österreicher, die vielleicht noch etwas einen weiteren Gedanken gesinnt haben, die haben sich zurückgehalten. Man hielt sich in der Familie auch und machte mehr, übertrieben gesagt, Hausmusik hier. In Polen war sie auch sehr unterdrückt durch die Russen, die gingen nach Frankreich, zum Beispiel Chopin, Liszt, der auch ein sehr freier Mensch war, der ging dann nach Weimar oder nach Deutschland, um dort seine Ideen zu verwirklichen. Wir hören jetzt noch zwei Stücke von Chopin. Das erste ist ein Walzer und das zweite, da steht Barcarolle. Barcarolle bedeutet praktisch Lieder, die die italienischen Gondoliere gesungen haben. Barcarolle kommt von Barca, die Barke praktisch das Schiff. Wo ist der Kernbaum jetzt? Bitte.